Moin moin und willkommen zu einem weiteren Video hier bei uns auf dem Kanal DZB, die Zockerbrüder im ATS. Heute kam ja, also heute 17.8. Freitag, kam ja die Open Beta für den ATS raus. Und da ich im ATS ja eh nicht mit Mods spiele, dachte ich mir, Beta runtergeladen, wir kaufen uns unseren eigenen Trailer. Aufliegerhändler. Also können wir denn so kaufen? Ich habe ja Level 11. Ne, dann gibt es einen Kaufauflieger. Ausführung ändern. Gut, da bin ich so weit weg. Isoliert. Mal, ich nehme nochmal. 28 Fuß, 45 Fuß, 48 Fuß. Dann nehmen wir mal 45 Fuß. Verteilt. Hinten. Ich nehme hinten, das finde ich gut. So, was haben wir denn? Ne, das wollte ich nicht. Ne. Dann nehmen wir das. Das gefällt mir. Das kommt. Schwarz. Das kommt. Gelb. Gelb. Das kommt auch gelb. Und dann kommt das Rote. Kommt mal richtig rot. So, das gefällt mir schon. Was kann man hier sonst noch so machen? Standard. Ey, exklusiv. Wir machen hier mal richtig exklusiv. So. Schwarze Seitenleiste. Das sieht halt aus. Das machen wir so. Dynamic Roadmaster. Aber bleibt bei Dynamic. Was haben wir denn hier? Das finde ich gut. Die sehen besser aus. Achso, wir haben da drin. Wenn da drin rumspielen. Nehmen wir mal die. Was ist denn mit. Ah, haben wir dran mit Luftdings. Das finde ich gut. Dann nehmen wir auch mal die. Die, achso, was haben wir hier noch? Okay, ich will das eher behalten, dann bleibt es. Was haben wir hier denn noch? Exclusive, immer exclusive. Da haben wir noch nichts. Rolltür finde ich pauschal. Also, das habe ich schon. Das hat sich hier übertragen. Ah, das ist auch Standard. Bitte die Musik zu entschuldigen. Nehmen wir nochmal einen Ersatzrad mit. Was kostet der Spaß jetzt? 76.900. Wir haben 93.000. Das passt ja auch gerade so. Kaufen. Ja, dann kommt mal so unsere Garage. Hilft dir nichts? Ja, möchte ich da wirklich abstellen. So, auf die Manager. Momentan der LKW aktuell genutzt von niemand. Garage raus. Ja, gut, ist ja auch keiner. Privat machen, verwenden. Ja. Ah, der wurde schon angekoppelt. Okay. Privat machen ist ja erstmal nicht so wichtig, weil ich bin ja eh nur ich da. Ist ja eh nur der John da, ne? Das sieht schon. Oh hier. Arbeitstier. Ja, bin Arbeitstier, Arbeitstier. Ja, ich. Oh mein Gott, das könnte böse Sachen nach sich ziehen. Level 11. Zurückgelegte Meilen. Zurückgelegte Strecke 7456 Meilen. Zurückgelegte Strecke. Achso, mit dem Peterbilt sind 7000. Bin ich ja nicht ganz viel mit dem anderen gefahren. Korbauflieger. Gefahrene Strecke mit Ladung 0 Meilen. Transportierte Frachten. Das ist. Transportierte Frachten. Transportiertes Gewicht. Schade. Das ist geil. Dass das da. Oh. Dass das da alles steht. Das finde ich schon gut. Was haben wir hier?
Licht einstellen. Das kann ich schon mal wieder. Jetzt war noch keine, aber. Ich habe tatsächlich Rundumlicht drauf. Mensch. Aber der sieht doch schon mal gar nicht so schlecht aus. Schläuche sind auch verbunden. Das ist doch mal ein schnickes Gerät. Also, falsche Taste. Hat gut funktioniert. Machen wir nochmal. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen zu laut. Wo ist sie zu leise? Lassen wir mal so. Ich habe es im ETS, habe ich hier auch schon einmal kurz ausprobiert. Schicker Anhänger. Tanken muss ich unbedingt. Einkommen, minus 900. Das ist der Einkommen. Ich habe doch gar keinen Fahrer. Moment. Habe ich schon Fahrer? Sag ich, bin da dein. Ich habe tatsächlich schon Fahrer. Ich habe noch kein Geld mehr. Da habe ich mir noch Geld, kann ich noch. Frage ist halt, ob die einen Auflieger brauchen. Naja, ich werde das gleich doch mal abwarten. Weltkarte. Und dann wollte ich da so, Moment, noch einmal zurück, das will ich euch ja zeigen. Wir haben jetzt halt schnelle Aufträge, Frachtmarkt, externe Aufträge, das ist alles wie immer. Wir haben jetzt Ladungsmarkt. Verwende deinen eigenen Auflieger, um eine große Vielfalt von Frachten an ihr Ziel zu bringen. Da schauen wir nochmal, was haben wir denn da? Um Haushaltsgeräte. Oh, da gibt es hier richtig Schotter für. So, ich sollte vielleicht nochmal gucken. So, wir sind in Roswell. Gucken. Also, das ist auch noch nicht so. Ich glaube, den muss ich nochmal anders platzieren. Das ist so ein Satellite-Mod, den habe ich mir jetzt aus dem. Damit das die Karte halt ein bisschen schicker aussieht. Den habe ich mir aus dem Steam-Workshop gezogen, aber ich glaube, den muss ich nochmal anders in der Ladereihenfolge anders setzen. Entschuldigung. In der Ladereihenfolge anders setzen, das sieht ein bisschen komisch aus. So, aber dann nehmen wir mal. Was nehmen wir denn? So, jetzt habe ich schon wieder das falsche Ding. Roswell. Leere Paletten. Na, Sakrament, Alter. Ja, ein bisschen weit für die erste Tour vielleicht. 1300 Meilen. Ja, Mahlzeit. Nee, nehmen wir erstmal hier. Ach, fahren wir Trockenfrüchte nach Tucumcari. 1300 Meilen. Ja, Mahlzeit. So. Was steht jeder jetzt so rum? Finde ich nie in Ordnung von euch. Aber mal Platz da. Kommt Mats da. Ach nee, gar nicht wahr. Peterbilt. Muss auch einen tanken, muss ich. Haben wir. Achso, kann ich aber schon mal eben Weltkarte. Haben wir auf dem Weg irgendwo eine Tankstelle. Sonst fahre ich anders. Dann fahre ich andersrum. Kann ich nicht darum dahin fahren? Achso, weil ich von da aus gar nicht auf die Tankstelle komme. Ah. Gut. Ja, aber es hilft nichts. Ich muss halt. Ich muss tanken. Was soll ich machen, ne? Du, also ich habe gerade mal Kamera, dass ich jetzt so ein bisschen in die andere Richtung geguckt habe, lag es daran, ich habe nicht mal geschaut, ob die Steam-Einblendung, die ich sehe, ob die halt auch von meinem Aufnahmeprogramm erwischt werden.
glaube, ich komme hier heute nicht mehr runter. Und da, ich habe noch nicht mal einen Perfect Mod drauf. Ich hätte vielleicht auch doch den 25-Fuß-Totiner nehmen sollen. Alter, ist das Ding lange, ey. Das der Angst. Du musst jetzt warten. Fahr dir jetzt einfach mal vor die Kacke. Bin ich in den Bus reingefahren oder was? Komm, jetzt fahr weiter. Das hat ja schon super funktioniert. Ich hab noch nicht mal eine Tour gefahren, hat mein Auflieger schon kaputt. Ah, herrlich. Das hat ja Bombe funktioniert. Also schön das ja auch ist, ne? Also grün. So schön das ja auch ist mit dem die amerikanischen Trucks, ne? Also du wirst nicht weit nach vorne gucken, kannst ja nicht hier sehen. Ich muss ja nicht mal irgendwie Kopf einziehen, damit ich die Ampel sehen kann. Aber jetzt die Musik doch zu laut. Wo sie zu leise. Das ist doch doof. So ist die aus? So ist die so laut? Ah. Ja, muss ich noch mal eben, Moment, eben einmal in die Soundeinstellung. Muss ich das Musiklautstelle so, Soundeffekte da. Sieht das jetzt ein bisschen. Gucken, dass der Sound sich gleich ein bisschen besser anhört. So, da vorne links. Da muss ich hin. Muss ich aber einmal durch die Stadt fahren. Das ist irgendwie bitter. Also sieht das so schon. So hört man dann auch mal den Truck richtig. So will mir das so haben. Alter, ist das schlecht gefahren, aber schlecht rangefahren. Also schön diese Haube ja auch sind, ne? Aber übersichtlich sind die halt einfach gar nicht. Das ist echt widerlich. So, jetzt muss ich, wie lange kann ich jetzt ranfahren? Also müsste ich ja... So. Ja. Immer noch genug Abstand, dass dann auch irgendwie. Also ein Smartpass dann noch. Ja, gut, ein Smartpass vielleicht schon nicht mehr, aber. Noch genug Abstand. Es tut mir auch leid, ich würde lieber auch Radio hören. Sorry, also, ne, mit. Ja, richtige Musik. Ich meine, das ist ja auch richtige Musik, aber auf YouTube geht halt leider nur mit der YouTube Audio Videografie. Ich habe letzt neue Lieder runtergeladen, die muss ich mir nochmal reinpacken. Weil letztes Mal hat mir die Audiobibliothek. Alter. Was willst du denn jetzt von mir? Jetzt steht es mir doch auf. Ich muss tanken, immer noch. Jetzt hat er mir meine Tankstelle da rausgenommen, weil ich da vorbeigefahren bin, oder? Gib bitte ja nicht. Das gibt ja nicht. Aber was haltet ihr so von meinem Truck? Also wenn der glänzt halt auch so ein bisschen gelb. Ich kann halt noch nicht so viel machen, weil ich habe halt nicht so ein hohes Level. Das ist halt bitter.
Ich habe halt, wie gesagt, ist das halt Level 11. Ich habe ja auch nur ein paar Mal mit Caddy gespielt und das eigentlich auch nur im Multiplayer. So viele Stunden hat der ATF bei mir noch nicht runter. Tanken. So, und da ich sie auf die zweite Tankstelle Dings eh nicht komme mit dem Anhänger, machen wir das mal so. $3,09 für eine Gallone. Ich habe keine Ahnung, ob das teuer ist. Tank ist voll. Gut. Dann war es das aber auch für diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es kommen noch ein paar mehr Folgen. ETS geht auch bald mal wieder los. Aber jetzt hält erstmal ATS mit der Beta. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Und bis zum nächsten Mal. Immer artig bleiben. Ciao.